Hallo und willkommen zu einem besonderen neuen Video. Wir machen zusammen eine Reise in die Vergangenheit, denn heute schaue ich mir mein allererstes YouTube-Video an mit dem Titel Schwerste KI besiegen plus allgemeine Tipps, Tutorial und später habe ich da hinzugefügt alte Version in der Hoffnung, dass sich das keiner mehr anguckt. Das ist leider gescheitert. Das Video haben sich 56.865 Leute angeschaut. Oder es wurde so zumindest so oft angeguckt. Das finde ich schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ganze vor mehr als 5 Jahren. So lange gibt es den Scheiß schon. Ja, an der Stelle nochmal ein Dankeschön für die vielen Zuschauer und die vielen Abonnenten. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass das mal so enden würde, oder das, was heißt enden, so werden würde, dass das wirklich ein Hobby wird, das ich so lange durchziehen würde. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange immer ständig Age of Empires spielen würde, aber dass ich dann ständig Videos mache. Naja, also das ist so eine Art Ersatz-Abo-Special für die 6000, die ich im November, glaube ich, geknackt habe. Es wäre vielleicht timingmäßig perfekt gewesen, dieses Video direkt am 5.12. zu machen, aber das habe ich einfach verpennt. Und deshalb mache ich das jetzt. Dann gibt es halt als Neujahrsvideo oder kurz nach Neujahr, ich weiß nicht, wann ich es hochladen werde. Heute ist der 31. Ich nehme das auf, noch im Jahre 2020. So, wie ihr seht, habe ich heute mal eine Webcam eingeschaltet, denn was wir hier machen werden, ist nicht nur shorten, sondern auch reagieren. Es kommt irgendwann im Leben eines jeden YouTubers dieser Moment, wo man sich fragen muss, bin ich ein Sellout, will ich nur die Klicks haben. Und wenn man nur die Klicks haben will, dann macht man zwei Arten von Videos. Listen und Reaktionsvideos. Listen habe ich schon gemacht, jetzt mache ich ein Reaktionsvideo. Das heißt, wenn dieses Video rauskommt, bin ich offiziell einer von den Bösen, die nur Klicks abstauben wollen. Ja, ich zögere das hier gerade so ein bisschen hinaus. Ich habe schon natürlich schon mal ein bisschen reingeschaut, um einen kurzen Eindruck zu gewinnen, was mich erwartet. Ich kann euch schon mal vorwarnen, ein sehr, sehr, sehr großes Problem, das sich ja eigentlich konsequent durch alle meine Videos mehr oder weniger zieht, ist meine Audioprobleme. Wie ihr seht, habe ich ein wunderbares, hochprofessionelles Mikrofon eigentlich, aber irgendwie will es trotz, also ihr hört mich hier gerade durch 1000 Softwarefilter. Es ist irgendwie immer schwierig gewesen. Und in diesem ersten Video, oder auch im ersten Jahr, in dem ich Videos gemacht habe, war es wirklich katastrophal. Also, wow, ich bin nach wie vor geschockt, dass sich das irgendjemand angeguckt hat. Man hört hauptsächlich den Filter, den Lüfter von meinem alten Laptop, mit dem ich das damals aufgenommen habe. Der ist unfassbar laut und ich habe, ungelogen, dieses Video mit dem Mikrofon des Laptops aufgenommen damals. Also es war nicht ein Headset, es war einfach wirklich das Mikrofon, das am Laptop dran ist. Die Hardware war verbaut im Laptop. Das heißt, es war maximal am Lüfter dran. So nah, wie es nur geht. Deshalb eine Warnung, dieses Video, das wir uns nicht anschauen, wird zu großen Teilen aus Rauschen bestehen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen rein. Hallo und willkommen zu einem kleinen Einsteiger-Tutorial zu Age of Empires 2. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele deutschsprachige Spieler gibt, aber kaum deutsche Tutorials, was den Einstieg für Leute mit wenig Englischkenntnissen vielleicht etwas problematisch machen könnte. Deshalb habe ich den Start habe ich garantiert abgelesen irgendwo. Strategien zu erklären, um auch die Einsprachigen unter den Spielern nicht außen vor zu lassen. In diesem Video möchte ich einige allgemeine Tipps. Ja, absolut. Das war das gescriptete Start. Und auch einfach zu lernende Build-Order. Tauchen mit der HD-Version natürlich damals, ne? Aufbau mit dieser Build-Order sollte eigentlich jeder in der Lage sein, die schwierigste KI auch problemlos zu schlagen. Ich habe in den in Foren auf Steam und auf Reddit oft Leute posten gesehen, die Probleme damit hatten, auch die KI auf zum Beispiel der mittleren Schwierigkeitsstufe zu besiegen. Und mit den holy shit, das mit dem Rauschen, das ist schon echt krank. Ich glaube, viele der Kommentare waren auch so, hey, tausch mir deinen Lüfter aus. Schwierigkeitsstufe zu besiegen, also die Standard-KI zumindest. Vorneweg, ich bin selber jetzt nicht der beste Spieler in diesem Spiel, aber... Okay, also das war 2015, da hatte ich also 1869, nice, Elo im HD-Multiplayer. Das entspricht in der Definitive Edition vielleicht
1200 oder 1300 vielleicht maximal. Im 1 gegen 1 zumindest. Da maximal 1200 würde ich vielleicht schon eher sagen. Also wir werden das Gameplay auch nochmal genau unter die Lupe nehmen gleich, aber das nochmal als Referenz vielleicht. Reichen, um Anfängern auszuhelfen. Und ja, das erste, was ich auf jeden Fall... habe ich das eigentlich auf Englisch gemacht? Kann, ist, Hotkeys zu lernen. Das macht einfach alles schneller. Das und, fällt mir gerade jetzt auf, warum habe ich das auf Englisch gemacht? Das ist effizient, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, es nicht... Die Logik meines dieses Videos war doch, dass ich ein Video für Leute mache, die nicht so gut Englisch können, damit die den ganzen Kram nochmal lernen können. Und dann mache ich das Video selber auf Englisch und erzähle das auf Deutsch. Ja, also meiner Meinung nach die wichtigsten sind... Was ich mir da wohl gedacht habe. Dieser hier, mit dem man eben Arbeitslose oder untätige Arbeiter ausfindig machen kann. Das habe ich mir auf das Mausrad gelegt. Dann gibt es noch... ja gut, die Hotkeys muss ich mir, glaube ich, nicht nochmal geben hier. Ich spule ein bisschen durch. Hier. Wo fängt das Gameplay an? Was ich direkt am Anfang mache, so. Möglichst früh. Und man fängt damit an, mit Scouts anzugreifen und... Scout-Rush zeige ich also, okay. Mit den Sarazenen? Ja, ihr werdet sehen, klassisch, wie das Ganze aussieht. Was ich direkt am Anfang machen will, das, was ich eben beschrieben habe, die Hotkeys benutzen. Also ich drücke Holy shit. A, dann viermal auf C, um Dorfbewohner zu erschaffen. Und dann habe ich jeweils mit den Dorfbewohnern. Oh. Okay, also das ist übrigens alles so weit reingesummt, weil der Laptop, den ich, den habe ich übrigens immer noch, mit dem ich es benutzt habe, eine maximale Auflösung von 1300, was auch immer, mal 720 hatte. Und die HD-Version orientiert sich an der Desktop-Auflösung. Und das ging anders leider nicht. Also man konnte nur so tief reingesummt spielen auf der HD-Version. Ich glaube, in der Wubli-Version ging es auch nicht anders. Also konnte ich kann natürlich nicht eine höhere Auflösung spielen, als die Hardware hergibt. Natürlich gerade jetzt ein Frosch im Hals, wenn ich das Video aufnehme. Kreise erschaffen, indem ich auf B und E gedrückt habe. So, das erste, was man einfach machen möchte, nachdem man die Häuser gebaut hat, ist während man die Häuser baut eigentlich, die Schafe finden und die ersten insgesamt 6 Dorfbewohner auf die Schafe zu schicken. Aber schon damals eine Vorliebe für die Farbe Rot, wie ich sehe. Das habe ich wohl schlimmer gehabt irgendwie. Übrigens damals auch noch mit dem Spielernamen Sinapido 94, für die es nicht können, es ist Spanisch. Und es bedeutet kein Nachname. 8 Schafe, 2 Wildschweine und 3 bis 4 Rehe. War damals im Spanischunterricht so ein bisschen so mein Spitzname. Weil, also es, für die, die sich vielleicht an diese graue Vorzeit nicht erinnern, früher war Facebook sehr beliebt. Und dann gab es irgendwann so einen Trend, wo Leute sich auf Facebook umbenennen, damit nicht mehr ihr Klarname dort steht. Und dann habe ich meinen Nachnamen eben in Sinapido geändert. Kein Nachname. Und das wurde in unserem spanischen Unterricht irgendwie auch so eine Art Running Gag. Dann habe ich das als Spielername auch irgendwann übernommen. Und 94, das ist tatsächlich, man glaubt es nicht, mein Geburtsjahr. Aber in diesem Fall machen wir 3. Das Dorfzentrum sollte eben die ganze Zeit weiterarbeiten, damit durch gewährleistet man, dass die Wirtschaft konstant weiter wächst. Das Dorfzentrum sollte also... Irgendwie klinge ich ein bisschen unmotiviert, habe ich das Gefühl. Was auch das Fortschreiten in den Zeiten einschließt. Das Maximum an Dorfbewohnern, das man am Ende haben möchte, ist so 100 bis 120 in einem 200-Populationsspiel, was Standard ist. Manchmal braucht man ein bisschen mehr, manchmal braucht man ein bisschen weniger, aber so mindestens 100 solltet ihr eigentlich in jedem Spiel als Ziel im Auge haben. Auch wenn also schlaue Sachen sage ich doch schon, so ist es nicht. Enden, bevor irgendein Spieler so viel Population überhaupt erreicht. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist mit Schafen zu scouten, das kann man auch machen, aber ich wollte jetzt nicht zu viel auf einmal hier zeigen. Außerdem lenkt das nur ab, würde ich sagen. Also man kann auch sehr komfortabel alle seine Ressourcen nur mit dem Scout finden. Also inhaltlich habe ich hier gar nichts auszusetzen. Das ist ja... den Stuhl kann ich vielleicht gleich mal in die Kamera halten, ne? Den wollten die Leute ja auch irgendwie mal sehen. Mal kurz ein bisschen quietschen hier. Es ist ein Gartenstuhl tatsächlich, also bin einfach so faul, dass ich mir keinen richtigen Stuhl gekauft habe. Aber das hier sieht schon nach einem guten Wald aus, also ziehen wir mal hier rüber. Es ist aber, wenn man so nah rangesummt spielt, das ist ja echt wirklich... ich kann mich noch daran erinnern, was das für ein Gamechanger für mich war, als ich den neuen PC dann hatte und auf einmal in so viel bessere Auflösung spielen konnte. Kann man halt immer wieder zum Scout springen und das Dorfzentrum ist auf der 2. Das macht einfach viele Sachen. Ich spiele ein bisschen durch noch. Wir wollen Gameplay sehen. Also jetzt haben wir die wichtigsten Sachen schon alle gefunden.
Holz, das heißt, der nächste geht jetzt los und holt das erste Wildschwein. Wir werden es anlocken und nicht irgendwie da hinten jagen. Ich bin mal gespannt, ob ich das mit oder ohne Webstuhl mache jetzt hier, das Tutorial. Aus Gründe, weil ein Doppelboden im 1 gegen 1 gegen das Wildschwein zugrunde geht. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keine Doppelbohne verlieren. Die nächsten Doppelbohne schicke ich normalerweise immer noch auf Schafe, also während der hier. Also ich mache keinen Webstuhl, okay. Mutig. So, das Wildschwein wird zweimal angeschossen, dann läuft es dem Dorfbewohner hinterher und dann kann der Dorfbewohner zurück, zurücklaufen. Ja, schon einiges an sogenannter Idle Time, also das Dorfzentrum nicht komplett zusammen aktiv hier beim Herrn Zinnabedo. Ja, so wie auch das kalt. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kurz vorher einquartiert. Das war jetzt nicht das perfekte Anlocken. Ja, no shit, war das nicht das perfekte Unlock. Du hast währenddessen keinen Dorfbewohner gemacht, du Lappen. Oh, Mann. Im Tutorial so ein Bohrlöhr auf, du Kacke. Und ein Haus habe ich auch vergessen. Eigentlich müsste man das Tutorial an der Stelle schon mal neu machen. Das war ja, ist ja eine Vollkatastrophe bislang. Holy shit. Und die Mühle. Ach du Kacke. Oh, yeah. Ist die Dorfbewohner einzuquartieren, damit sie die Nahrung abliefern, da ich nicht genug hatte, um den nächsten Dorfbewohner zu erschaffen. Das ist im Prinzip das gleiche Konzept wie einfach. Man ist auch nicht den Angeschlagenen da hinschicken oder was? Nee, okay, immerhin das nicht. So abzuliefern. Boah. Was traurig ist, ich gewinne ja trotzdem am Ende gegen die Extrem-KI, weil die einfach so schlecht ist. Wobei die in der HD-Version natürlich auch nochmal deutlich schwächer war, als sie jetzt in der Definitive Edition ist. Na, das ist eine andere KI. Machen Dorfbewohner. Normalerweise sollte man. Machen Dorfbewohner. Das nächste Bildschirm schon anlocken, wenn man bei ungefähr der Hälfte des. Mit Ansage wieder. Mit Ansage. Sag ich mal, noch 150. Ist sicher 30, 40 Sekunden ein Idle Time jetzt hier und wir haben noch erst 6. Minute im Spiel jetzt. Krass. So, ist echt schlecht. Holz, die hier sind fertig. Mann, oh Mann. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem angeschlagenen Dorfbewohner wird hier. Ah, das war mutig. So, ist mal so. So, zu diesem Zeitpunkt nehme ich auch zwei der angeschlagenen und Baum Felder. Build Order ist auch irgendwie crap, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich ineffizient, jetzt schon so viel auf Holz zu schicken. Hätte ich noch eher zwei auf Nahrung geschickt. Die Felder mache ich jetzt heutzutage auch nicht mehr in der Scout Rush Build Order. Wozu habe ich eigentlich gerade einen Dorfbewohner aus der Schleife genommen, um ihn danach wieder reinzutun? Übrigens, ich glaube, ich habe nur drei auf Bären, oder sehe ich das gerade falsch? Dabei habe ich ja alle Ressourcen gefunden, also kann ich den Scout auch mal zum Gegner. Also, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verfranst, habe ich das Gefühl. Ich gucke mal kurz in die Videobeschreibung. Da habe ich nämlich die Bildorder reingeschrieben. Eigentlich sollte ich vier auf Bären haben. Okay. Also ich hätte das hier andersrum gemacht, mindestens. Also die zwei auf Nahrung vor den zusätzlichen Holz. Sorgt dafür, dass man, wenn man durchgängig produzieren würde, dann auch genug Nahrung hat, um in nächster Zeit zu gehen. Bei mir ist es wahrscheinlich nur möglich sein, weil ich so viel gepennt habe. Bin immer noch nicht sicher, ob ich wirklich. Ah, doch, da links ist noch einer an den Bären. Hier. Weiß gar nicht, ob man meinen Mauscursor sieht, aber hier ganz links an der Seite meiner Mühle war noch einer. Das sind also doch vier. Da bin ich mal sehr gespannt, ob ich genug Nahrung haben werde und wann ich in nächster Zeit komme. Jetzt muss ich mir am Kopf überschlagen. So, jetzt haben wir also die Population 22 erreicht. Es sind also 21 Arbeiter plus Scout und das ist die Population, die wir. Das ist nochmal die perfekte Zeit, um hochzuklicken. Also, ich weiß, perfekt bei 22 Populationen rechnerisch in die Vorteilzeit kommen wäre 10 Minuten und 5 Sekunden in Gamezeit. Aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wie lange es braucht, um die Förderzeit zu erforschen. Für diese Strategie erreichen möchten. Als nächstes machen wir den Webstuhl. Ach, der Webstuhl fehlt mir auch noch, ja klar. Zeit zu geben, um genug Nahrung zu sammeln. Und dann gehen wir auch ins nächste Zeitalter. Also ich glaube, ich müsste eigentlich schon hochgeklickt haben normalerweise. Aber ich weiß auch nicht mehr so 100%. Ja, die Version ist auch ein bisschen schwieriger zu spielen einfach. Man kann halt diese, man sieht irgendwie nichts. Man hat keinen Shift-Command. Also der, kurz das zu erklären, also das Bildschirm ist jetzt alle, deshalb habe ich die anderen Dorfbewohner auch
Ja. Kommen wir zum Punkt. Wir wissen, ob du hochklicken kannst, mein Lieber. Mein Freund aus der Vergangenheit. Okay, da habe ich nochmal 10 Sekunden für euch verschwendet. Bin ich sehr, sehr gespannt, wann ich in der nächsten Zeit sein werde. Baracke, sage ich, okay. Kaserne heißt das Ding, aber gut. Ich habe auch nicht genug Erfolg. Mal die Bilder checken, einmal kurz hier. Die Bildorder ist ja kompletter Crap, was ist das denn? Ist auch ein guter Zeitpunkt, um anzufangen. Ach du Scheiße, und ich nochmal die Rehe mit drin. Sehr nah, deshalb brauche ich jetzt keine Mühle, sondern schicke sollte man das Tutorial jetzt meistens rauslassen. Ist eine gute Anzahl, Rehe. Ein komplettes Weil es sehr gut sein kann, dass die Rehe irgendwie im Arsch der Welt spawnen und oder auch entgegen in Richtung Gegner. Apropos Gegner, dann habe ich immer noch nicht gescoutet hier. Also für die, also es ist nicht falsch, Rehe zu nehmen, aber bei dem Tutorial Rehe einzubinden ist meines Erachtens nach nicht gut, deshalb mache ich es auch nicht mehr. Weil es sehr gut sein kann, dass man die Rehe nicht nehmen kann oder nicht sicher nehmen kann. Und man sich darauf nicht verlassen sollte. Deshalb, ja, kein Fan. Wie viel habe ich eigentlich auf Holz? Ich glaube, es müssten 7 sein, oder? Außerhalb gucken, ob es noch irgendwo Effizienzprobleme gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es sind 7 Stück. Das ist auch scheiße. Wird vom Holz trotzdem reichen. Weil ich relativ früh auf 7 auf Holz gegangen bin. Das hätte man normalerweise, hätte man da erst später halt welche hingeschickt. Das ist insgesamt ineffizient. Es funktioniert auch. Also, so kann man auch, glaube ich, trotzdem mit 22 Populationen in nächster Zeit kommen. Mann, die KI ist ja echt kacke. Ach du Scheiße. Okay, also ich glaube, es werden 11 Minuten. Das heißt, ich habe knapp eine Minute verschwendet schon in der dunklen Zeit. Oh, und sehr, sehr viel Holz. Also das zeigt auch, dass ich zu viel, dass die Bildorder einfach nicht so toll war. Für die Speer. Und direkt anfangen weiter Waffenmodelle zu produzieren. Die kommen auch erst dann noch in der Pause die Commands geben. Gold, weil wir auch danach ja in, auf Bogenschützen gehen wollen. Die erste ich bin gerade mal wieder ein bisschen paranoid. Kannst hier reinschauen, ob das eigentlich alles klappt hier. Was man haben möchte, ist Double Bit Axe, doppelschneidige Axt. Das ist einer der nützlichsten überhaupt. Habe ich das Mehl Upgrade gemacht? Ja, ist sicher. Glaub nicht, ne? Mein Scout schicke ich auf der Minimap so lange weiter, um schon mal ein bisschen zu gucken, was beim anderen Spieler so geht. Ich brauche noch keine Felder, sehe ich auch gerade. Also die Bildorder funktioniert mehr oder weniger, aber es ist trotzdem scheiße. Also unsere Nahrungsproduktion, wir haben jetzt sehr viel Nahrungsüberschuss gehabt und haben das investieren. Das war sehr ineffizient insgesamt, also zu viel, zu früh auf Holz geschickt. Dadurch hat es natürlich mit dem Holz trotzdem gereicht, aber dadurch war auch die Abzeit schlechter. Und die Abzeit hat auch deshalb nur funktioniert, weil ich eben eine Minute lang nichts gemacht habe in der Freizeit insgesamt, in der dunklen Zeit. Heißt, das ist ein bisschen trügerisch. Wieso bin ich eigentlich schon auf Gold? Oder sehe ich da gerade das falsch? Warte mal. Ach, das ist eine Scouts into Archer Build, oder? Ich dachte, das wären nur Scouts. Richtig fancy. Richtig oldschool auch irgendwie. Okay. Dann wäre es aber trotzdem cool, das Mühlen-Upgrade zu machen. Vielleicht habe ich das auch gemacht, das dann einfach irgendwie nicht gesehen jetzt hier. Er ist immer noch in dunklen Zeit bei 13 Minuten im Game-Zeit. Spielt die Fastcast oder was? Ja, kein Wunder, dass das hier ohne Probleme funktioniert. Eieiei. Also die Definitive Edition KI spielt auch auf extrem schwer gerne mal Fast Castle. Das ist dann halt ein 3-Win quasi, ne? Also dann gewinnt man halt quasi automatisch, wenn man Militär gemacht hat. Hat Schafe nicht gefunden, geil. So, jetzt schauen wir uns mal ihr Micro an, Mr. Napido.
stellen sie auf die Defensive, damit sie nicht das gegnerische Lager laufen, das Dorfzentrum. Jetzt fällt mir ein, dass ich mir auf Holzbrunn noch interessant. Und es geht mehr oder weniger darum, nur den Gegner noch abzuhalten, effizient zu sein. Deshalb nicht auf einfach mal rein patrouillieren, das ist klar. Aber gut, für Tutorial ist es in Ordnung, nehme ich mal. Und hier fangen wir dann schon mal an, Bogenschützen zu machen. Das funktioniert halt wirklich immer noch easy. Ah, guck, da haben wir es noch. Ich habe das Feld-Upgrade tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, da haben wir nochmal einen gravierenden Fehler. Also nicht gravierend, aber es ist halt bescheuert. Wenn man Scout Rush spielt, dann kann man sich das halt easy leisten, das Upgrade zu holen. Toll. So. Die sind mit dem Pferde, deshalb schicke ich dir jetzt auch die Ressource, die ich gerade am meisten brauche, und das ist Holz. Okay, also ich hatte damals nur so den Anfang der Build-Order einigermaßen und danach war es komplett improvisiert. Und jetzt mal wohlgemerkt, damit hatte ich damals knapp 1900 Elo in 1 gegen 1, oder, ne Quatsch, das war ja eine gemeinsame Elo, in der HD-Version erreicht, ne? Mit diesem Bullshit, den ich hier spiele, das hat gereicht, um auf Platz 1500 noch was der Rangliste damals zu sein. Muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja widerlich. Eieieiei. Was ein Kacknoob. Wo ist die Schmiede? Sehr, sehr leicht, davon ab. Ja, komm, noch die zweite Schießanlage, bevor du die Schmiede bauerst. Okay, oh, jetzt rante ich gerade nur noch über mich, aber ich brauche mal kurz ein bisschen Pause vor diesem Geröhre von dem Lüfter. Holy, ist das laut. Also jetzt nochmal Props an alle, die sich dieses Video durchgezogen haben. Oh, yeah, yeah, yeah. Aber also, man muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es ja nicht ohne Grund aufgenommen. Es gibt halt wirklich sehr, sehr, oder gab, mittlerweile habe ich die Lücke natürlich gefüllt, und es gab einige Trittbrettfahrer. Gab es keine wirklichen ausführlichen deutschen Tutorials zu den Meta-Gebild, oder? Wenn man dieses Video sich anschaut, ist es immer noch kein Build-Order-Tutorial für ein Metagame, aber es geht zumindest in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Es hat den richtigen Spirit. Bei der Holzfällerlager habe ich auch noch nie von gehört, glaube ich. Interessanterweise wird das gar nicht mal so eine schlechte Ritterzeit werden. Durch die sporadische Dorfwohnerproduktion und nicht allzu viele Scouts wird das sogar ganz gut funktionieren, denke ich mal. Bin mal gespannt, ob ich noch den, ob ich noch die Schubkarre erforsche oder nicht. Versuchen einfach die irische, also eigentlich, wenn ich mir das jetzt, wenn ich jetzt das Spiel gerade übernehmen würde, würde ich sagen, Dorfbohnerproduktion einstellen und direkt in die Ritterzeit klicken. Und wie jeder weiß, wenn man mehr auf den Hotkey hämmert, dann kriegt man die Rohstoffe schneller, um das Gebäude zu bauen. Alter Trick. Die Animationen von der HD, also von der alten Version generell, sind so geil. Wäre nicht gar nicht mehr so schlecht, wenn es in der Definitive Edition noch irgendwie so einen Oldschool-Modus gäbe für die alten Grafiken und Animationen. Das war schon echt. Also es hat auch so den Grund, dass dieses Spiel so lange durchgehalten hat, ne? Sieht einfach, also auch wenn es altbacken ist, es sieht einfach mega geil aus. Es ist, hat wirklich einen sehr charmanten Stil. Muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt fällt er jetzt gerade mit den Feldern ein. Ich habe keine Schubkarre entwickelt, okay, sehr geil. Das guckt sich keiner ab. Ist nicht ein gravierender Fehler. Also wie gesagt, ich hätte in der Situation, wenn ich jetzt einfach, wenn das jetzt ein Online-Spiel wäre, sagen wir mal so, ne? Also wenn das ein Online-Spiel wäre und ich würde da jetzt gerade einsteigen und müsste dem Spieler, den ich in Sinabiru hier einen Tipp geben, dann hätte ich auch gesagt, geh in ihre Zeit und hol die nicht. Die Schubkarre, du hast so schon viel Mist gebaut. Aber für ein Tutorial finde ich, das geht einfach nicht. Man muss im Tutorial schon Struktur drin behalten. Und auch sagen so, hey, Schubkarre ab x Feldern, 14, 15 ist übrigens richtig die Antwort. Also, ja gut. Gesagt, was ich hier sage, ist, kann man auch im normalen Multiplayer benutzen, aber ein normaler Spieler wird nicht so dämlich reagieren. Und, da habe ich recht. Seine Dorfbewohner ganze Zeit hinter mir. Weil der Bogenschützen-Switch macht aber, so wie ich den gespielt habe, überhaupt keinen Sinn. Ich habe die Bogenschützen gar nicht benutzt, bin mit denen nur zu Hause geblieben. Eine sehr wichtige Technologie ist diese hier für Bogen. Ja, Befiederung ist wichtig, Lord Canaro ist wichtiger. Und ja, jetzt. Achso, wann habe ich das eigentlich auf Deutsch gestellt? Habe ich am Anfang durch das Tutorial geskippt, mich darüber beschwert, dass ich das so auf Englisch hatte. Und dann verpasst, dass ich es gefixt habe. Ja gut. Oh, wie viele Leute sind das auf Holz? Sehr viele auf jeden Fall. Das hier ist auch nicht besonders effizient. Ja, ist nicht sehr effizient. Jetzt brauchst du ein zweites Lager, alles klar, mein Freund. Mein Freund Nase. Ah, klar, die klassische KI-Patrouille. Einfach alle Einheiten zusammen, Informationen.
Astra das Micro, aber. Naja, das ist eine normale Reaktion auf Scouts natürlich. Ja, also ist der klassische Ansatz von der KI. Also ich glaube, das macht die Definitive KI nicht mehr ganz so krass, aber die HD-KI hat es wirklich komplett übertrieben. Die hat dann einfach alle ihre Produktionsgebäude voll mit Einheiten gepumpt. Komplett ohne Rücksicht auf Verluste und die dann alle so einzeln auf die Reise geschickt. Das ist wirklich so ein typischer KI-Move. Und wie wir sehen, hatte ich keinen guten Hotkeys für meine Produktion. Wenn man gleichzeitig reden muss. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Aber ihr seht, ich mach total viele Fehler und trotzdem läuft es sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich erstaunlich. Hat keine Chance. So, jetzt holen wir uns eine sehr wichtige Technologie. Und zwar Armbrustschütze und hier Botkämpfer. Dadurch werden dadurch kriege ich Armbrustschützen, gegen die er in der Verteilzeit eigentlich keine Kontereinheit hat. Also nicht mal die Plänkler können irgendwas gegen die ausrichten. Nimm doch mal eine Scout aus der Control Group. Aber an sich habe ich natürlich recht mit der Aussage. Armbrustschützen sind eine gute Sache. So, das hier war auch eine weitere Sache, die man, wenn man so weit jetzt wie ich dem Gegner voraus ist, hat man auch viele Ressourcen schon im Lager noch. Und das kann man halt dazu nutzen, seine Wirtschaft weiter aufzubauen. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Ich baue weitere Dorfzentren. Und man sollte also mit dem Anfang Steine, das man hat. Ja, das weiß ich. Das gehen wir mal durch. Ich möchte weitere Gameplay sehen. Boah, das mit dem Rauschen. Ich muss ab und zu mal ein Päuschen machen und ich hoffe auch, dass meine neu aufgenommene Stimme laut genug ist, um das Ganze zu übertünchen. Und dass es nicht zu unangenehm ist, sich das gleichzeitig anzuhören. Aber das mit dem Rauschen ist echt furchtbar. Also ich disse mich hier natürlich auch zu teilweise humoristischen Zwecken, aber ich möchte trotzdem wirklich dazu sagen, dass das, was ich hier gerade in diesem Tutorial präsentiere, nicht gut ist. Also ich würde aus meiner heutigen Sicht dem Kollegen hier sagen, so hey, wieso machst du Tutorial? Du kannst es ja offensichtlich nicht. Also, was hat dich geritten? Guck dir selber erstmal ein Tutorial an und dann mach ein eigenes Tutorial. Das wäre jetzt so meine Diagnose. Zugegebenermaßen ist halt die HD-Version, das ist ein bisschen schwieriger zu makronen in der Version. Und mit der Auflösung, also dafür, dass ich mit der Auflösung so spiele, das finde ich, ist in Ordnung eigentlich, also was ich da abliefere. ich finde, so eine Auflösung macht echt das Spiel schwieriger. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja noch sagen. Also ich habe sehr lange auf dieser Auflösung gespielt und ich weiß noch, was das für ein krasses Gefühl war, als ich auf einmal auf der großen Leinwand gespielt habe quasi. So, das ist schon besser. Man sollte immer versuchen, seine Ressourcen auch auszugeben. Das ist richtig. Man sollte immer seine Ressourcen ausgeben. Bisschen besser, als ich gerade habe. Ich weiß gar nicht, gibt die HD-KI schnell auf? Ich glaube eigentlich schon, ne? Im Vergleich zur zur Definitive Edition KI hat die es in der Regel früher eingesehen, dass sie im Arsch war. Und jetzt hier wieder der KI-Ansatz, einfach alle Mann Stück für Stück reinschicken. Aber gegen hier das Botkin Micro hat er keine Chance, gegen den Cinnabido Micro möchte ich fast sagen. Für einen normalen Gegner wäre das hier der Moment, wo man dem schreibt, so hey, willst du nicht aufgeben, so. In der Definitive Edition den Taunt 105 schicken, dann kommt die Nachricht, du kannst wieder aufgeben. Ich habe das Spiel schon ganz klar gewonnen in diesem Zeitpunkt. Also ein Comeback ist eigentlich nicht mehr möglich. Da hat er recht. Normalerweise. Nur die Frage, wann sieht die KI das ein? So einen Punkt dann auf. Wahrscheinlich hat er noch. Ja, aber aufs Wesentliche konzentriere ich mich hier schon. Also bei aller Kritik, die ich mir hier an mir selbst ausüben möchte. Ich glaube, also wenn man das so befolgt, dann kann man die KI auf dieser Stufe auch easy besiegen mit dem Bild. Auch wenn der Bild scheiße ist und die Ausführung nicht gut war, das reicht easy, um die KI zu besiegen. Auf jeden Fall. Ob das auch bei der Definitive Edition KI so funktionieren würde, weiß ich nicht. Die ist ja ein bisschen besser auch im Kontern allgemein. Und im Reagieren. Die hätte wahrscheinlich auch irgendwo einen Turm platziert, um länger im Spiel zu bleiben. Und ach, die ist ja noch nicht mal in die Ritterzeit gekommen, ne? Ja. Drittes Dorfzentrum vielleicht noch. Boah, man kann ja einfach die Karte nicht überblicken, so mit diesem krassen Zoom. Und immer. Ach, ich habe noch nicht das Feld abgeholt. Junge, Junge, Junge. Wann gibt die KI dann auf jetzt hier? Also das Spiel geht nicht mehr lange, also das müsste eigentlich demnächst passieren. So, also von der Videolänge passt es eigentlich, ne? Das ist ganz gut eigentlich. Ja, ich will einfach nicht mehr so viel zu sagen, das ist
Kraftzentrum und töte, was mir vor die Flinte kommt, sozusagen. Ja, das stimmt. Es gibt nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Ich glaube, ich spule mal durch bis. Ups, bis. Ah! Irgendwas Falsches drückt. Die KI aufgibt. Ist, geholfen auch die, die Wirtschaft von ihm unterbricht. Müsste gleich kommen. Also, wie man die Gegner jetzt den Gnadenstoß verpasst, das ist völlig euch überlassen. Also, in diesem Punkt, das ist nicht unbedingt mehr Teil der Strategie, es ist mehr, wie man. Okay, da gibt es auch. Ja, also es geht eigentlich mehr. Es ist für euch in dem kleinen Bildausschnitt schwer zu lesen und da es auch in einer schlechten Auflösung damit aufgenommen war natürlich, möchte ich einmal vorlesen. Ich liebe diese KI-Nachrichten. Ein schnödes Hügelchen erhob sich allzu nah bei meinem Dorfzentrum. Kein Wunder, dass ihr siegreich wart. Ich werde abdanken. Das finde ich, ich finde diese Aufgaben-Messages mega geil. Mit den Scouts anfängt, dadurch die Wirtschaft von ihm unterbricht und dann auf Bogenschützen wechselt, da man der Bogenschütze eben keine Nahrung kosten und man dadurch garantiert schneller in die Ritterzeit kommt. Das ist, ach, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut gehört hat. Also meine Behauptung gerade war, dass der Wechsel auf Bogenschützen deshalb so gut ist, weil man dann weniger Nahrung ausgibt und dann einfach in die Ritterzeit kommt. Wenn man ordentlich Felder bauen würde und nicht irgendwie bei 5 Feldern aufhören würde, wie ich das gemacht habe, dann kann man auch mit Scouts, wenn man auf Scouts bleibt, easy viel schneller in der Ritterzeit sein. Man muss einfach nur konsequent gut spielen und Felder bauen und Dorfbewohner produzieren, du Cinepedo, du. Wenn der Gegner eben mit einem Plänkern und dem Speerträger versucht zu kontern. Ich darf so gemein sein, das bin ich selbst. Ich darf zu mir selbst gemein sein, das ist okay. Noch die allgemeinen Tipps, die ich da so ein bisschen zwischengestreut habe. Was ich jetzt hier nebenbei gemacht habe, ist, dass die Wirtschaft halt ein bisschen weiter aufzubauen. Wie gesehen, dann habe ich die ganze Zeit versucht, die alle Dorfzentren aktiv zu halten und weiter Farmen zu bauen. Immer weiter zu expandieren. Halt, das habe ich jetzt nicht besonders konsequent gemacht, einfach weil ich versucht habe, nebenbei noch irgendwas zu erzählen. Aber wie gesagt, das ist die KI kann mit solchen Sachen nicht besonders gut umgehen. Und ich will die Statistik noch sehen. Das sollte eigentlich jedem, der von der KI frustriert ist, helfen, denke ich mal. Komm, zeig mal Statistik. Ich werde mein Bestes geben und noch versuchen, andere Tutorials zu machen. Ich hoffe, das hat geholfen. Ah, okay, schade. Da habe ich nichts mehr gezeigt. Puh, ja. Was haben wir denn hier so an Kommentaren? Silaiana, warte mal. Silaiana, doch war richtig. Sagt, gutes Tut, sehr spannend, aber ich denke, du brauchst dringend mal einen neuen Lüfter. Okay, das ist nur mein Hinweis auf. Ich möchte mal über die Hater. Wo sind die Hater-Kommentare? Es muss da wahrscheinlich weiter unten sein. Kann man das filtern hier? Sortieren nach. Nee. Dann machen wir mal nach Neuestes zuerst, dann haben wir zumindest mal so ein. Ich bin groß, ich baue überall, ich kann hier nicht bauen. Aha. Mhm. Was ist das denn hier? Nice, falls es doch interessiert, Rehe werden schon von nur 2 Arbeitern komplett ausgenommen. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, 2, das ist einfach Quatsch, was er hier erzählt. Also da nichts abschauen. Ah, also hier hat niemand gesagt, so, hey, er flickt man. Achso, ja, ist der Kommentar der Leute. Ja. Ja, ist eigentlich ziemlich positiv, was hier so drunter steht. Also hat niemand gesagt, so, hey, was ist dein Problem? ja, eigentlich relativ positiv, der ganze Quatsch. Wie geht das hier? Das ist immer der Spaß. Was habe ich denn hier eingestellt? Ich habe... Display Capture habe ich doch drin, oder nicht? Da haben wir es doch. So. Ihr habt jetzt mein OBS hier auch ständig bewundern müssen, weil ich es nicht gepackt habe, dieses kleine Bild richtig einzubauen mit einem Window Capture. Aber ich hoffe, euch hat das gefallen und mein Antlitz und meine Bemerkungen haben irgendwie auch noch einen Effekt gebracht, dass es noch besser war oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Ja, es war so ein kleines Abo-Special. Es kommt noch ein richtiges. Das liegt daran, dass der Interview/Videopartner, mit dem ich das arrangiert hatte für die 6000 Abos, dass der im Privatleben
dass einfach was dazwischen gekommen ist und das wird sich auch noch ein bisschen ziehen, bis wir das machen können, das Video, aber werden wir auf jeden Fall noch irgendwann tun. An der Stelle nochmal vielen Dank für den ganzen Support, dass der Channel überhaupt so weit gekommen ist, dass ich mittlerweile auf ein 5 Jahre altes Video mit so viel Arroganz zurückblicken kann. Vielleicht mache ich noch mehr von der Art. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Feedback da lassen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.